Hallo ihr fantastischen Menschen, willkommen zu einer neuen Folge und heute stelle ich euch 5 super Puzzle-Spiele für den Gameboy vor, die vielleicht nicht so unbedingt jeder auf dem Radar hat. Für das System sind ja wirklich gefühlt hunderte Puzzle-Spiele erschienen, was sich ja eigentlich auch anbietet, weil das System bietet zwar einfache Technik, aber hohes Suchtpotenzial. Und genau das macht ja eigentlich auch ein gutes Puzzlespiel aus. Ne? Eine einfache Mechanik, die einfach gut umgesetzt wurde und in die man sich einfach so reinsteigern kann. Da gibt es ja dieses Prinzip, einfach zu erlernen, schwer zu meistern. Und genau das macht ein gutes Puzzlespiel aus. Und wir fangen an mit Quix. Quix ist eine interessante Arcade-Umsetzung. Das hatte ich auch als Kind und habe es hoch und runter gespielt. Und zwar ist das Spielprinzip sehr, sehr simpel. Ihr habt ein Spielfeld, das leer ist und ihr spielt einen Marker, womit ihr so am Rand des Spielfelds rumfahrt. Eure Aufgabe ist es nun, dieses Spielfeld mit Flächen zu füllen und damit dann quasi, wenn alles gefüllt ist, ist das Level zu Ende natürlich. Dafür habt ihr jetzt 2 Möglichkeiten. Mit der A-Taste könnt ihr aus diesem Bildschirmrandbereich herausfahren und dann zeichnet ihr ein Quadrat. Ist dieses Quadrat denn geschlossen oder hat Viereck, dann gilt es quasi als markiert und das Spielfeld verkleinert sich dementsprechend. Mit der B-Taste könnt ihr dasselbe machen, zeichnet dann eine dunklere Fläche, aber euer Marker bewegt sich natürlich langsamer, bekommt natürlich auch mehr Punkte für. Das Problem ist natürlich, da futschen natürlich so einige Gegner herum. Wenn sie euch berühren, habt ihr ein Leben verloren. Und so habt ihr immer so ein bisschen so die Abwägung, hey, markiere ich jetzt schnell einen Bereich, kriegt dafür zwar weniger Punkte, aber habt das wenigstens dann abgefrühstückt oder gehe ich auf Risiko und mache es dann langsamer. Denn wenn ihr euch einmal aus der Deckung herausgetraut habt, könnt ihr nicht einfach abbrechen, ihr müsst das durchziehen. Und so seid ihr immer am Abwägen, hey, wie mache ich, wie komme ich voran? Eine sehr, sehr simple Technik steckt natürlich dahinter, aber es macht einfach wirklich super viel Spaß, immer so ein bisschen zu gucken, hey, welche Bereiche mache ich? Und logischerweise, je kleiner das Feld ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vom Gegner getroffen werdet. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und als nächstes Spiel kommt Lemmings. Die meisten von euch muss ich dieses Spiel wahrscheinlich nicht weiter erklären. Also jeder, der so ungefähr so um die 90er herum sich irgendwie mit Videospielen beschäftigt hat, der kam um diese kleinen wuseligen Wesen im Prinzip nicht drum herum. Es ist ein Rätselspiel, wo ihr immer einen Anfang und ein Ende habt im Level. Und es gibt diese verschiedenen Lemminge. Das sind kleine wuselige Wesen, die sehr süß animiert sind und die laufen einfach strack nach vorne. Und eure Aufgabe ist es logischerweise, eine gewisse Anzahl immer zu diesem Levelende zu bringen. Problem dabei ist natürlich, es gibt da so einige Gefahren, die ihr überwinden müsst. Und dadurch helfen euch eure Lemminge selbst. Ihr habt dann verschiedene Aufgaben, die ihr dann den verschiedenen Lemmingen zuteilen könnt. Und damit werden Hindernisse aus dem Weg geschafft. Das können ganz einfache sein wie, hey, da ist ein Abgrund hier. Nimm mal einfach einen Regenschirm in die Hand und damit schweben sie runter und fallen nicht einfach so in ihren ungewollten Tod. Oder grabt hier mal einen Berg durch, dass die weiteren Lemminge da durchgehen können. Und so seid ihr immer dabei zu gucken, welche Aufgabe macht jetzt hier Sinn. Meistens müsst ihr natürlich ein Level mehrfach spielen, um das irgendwie herauszukriegen, was das Richtige ist. Aber das kennt ihr alles. Warum empfehle ich euch dieses Spiel? Ich war sehr, sehr skeptisch, weil für mich war das immer so ein Computer- oder Amiga-Spiel, also ein Heimcomputerspiel. Ihr habt eure Maus, damit könnt ihr euch bequem eure Lemminge anwählen und dann buxiert ihr die halt zuverlässig durch die Level. Geht das auch auf den Gameboy? Und Spoiler, ja, es ist ziemlich gut umgesetzt worden, was mich persönlich sehr, sehr überrascht hat. Es läuft alles super, der Grafikstil wurde natürlich so ein bisschen runterskaliert, erhält sich aber, ist alles süß anzusehen. Und eine Steuerung mit dem Steuerkreuz und mit den A- und B-Tasten geht erstaunlich gut von der Hand, muss ich sagen. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich war sehr skeptisch, ob das Spiel gut umgesetzt wurde, aber auch auf dem Gameboy eine klare Empfehlung. Klar, wenn ihr die Auswahl habt, solltet ihr natürlich die Heimcomputer-Varianten spielen, aber auf dem Gameboy durchaus vernünftig umgesetzt worden. Als nächstes habe ich ein Puzzlespiel mit wahrscheinlich den verrücktesten Cover, den es gibt. Quirk. Ja, es ist eine Tomate mit einem grünen Iro-Schnitt, die auf dem Cover irgendwie rumläuft. Auch das Spiel habe ich als Kind gehabt und hoch und runter gespielt. Und im Prinzip ist es eigentlich auch relativ einfach. Ihr habt einzelne Bildschirme, auch da habt ihr einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und eure Aufgabe ist es nun, von diesem Startpunkt zum Endpunkt zu laden. Logisch.
Da warten euch aber verschiedene Rätsel auf dem Weg zu euch. Das sind meistens irgendwelche Verschieberätsel oder dass ihr irgendwelche Weichen entsprechend stellen müsst, dass ihr da durchkommt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr einfach, aber es wird natürlich immer wieder komplizierter. Und da euch so ein kleiner einzelner Bildschirmabschnitt, so ein Raum, meistens nicht sehr lange dauert, kommt ihr in so einen super Flow rein und dass das da einfach durchfegt. Das wird dann später natürlich auch noch so ein bisschen erweitert, dass ihr zum Beispiel zwei Spielfiguren habt, mit denen ihr Selecting quasi hin und her schalten könnt. Das hilft euch dann, um irgendwelche Blöcke dann vernünftig zu verschieben und so weiter. Also im Prinzip, leider hat es mit dem Cover nicht sehr viel zu tun. Das hätte mich mal so ein bisschen gewundert, was sie da rausholen könnten aus einer Tomate mit einem Iro. Im Japanischen heißt es Puzzle-Beuter-Spiel. Das hat auch ein bisschen im Prinzip dieselbe Grafik, aber ja, die ganze Gestaltung ist da etwas anders. Sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall, was ich jedem von euch wärmstens ans Herz legen will. Die Musik ist sehr leichtgängig und im Prinzip Verschiebe- und Weichenstellspiel das Spiel. Prinzip. Als nächstes habe ich Bubble Ghost. Und zwar ist das ein super sympathisches Spiel. Und zwar habt auch hier ihr wieder die Aufgabe, am Anfang ist ein Luftballon. Und am Ende des Bildschirms ist ein Ausgang. Und ihr wisst es wahrscheinlich auch selber, diesen Luftballon müsst ihr zu diesem Ausgang bewegen. Problem ist natürlich, so vom Titel her könnt ihr es schon erahnen, ihr spielt einen Geist und Geister haben so nicht unbedingt die Möglichkeit, diesen Ballon einfach zu fassen und unter den Arm zu klemmen und dann halt zum Ausgang zu laufen. Aber was könnt ihr? Ihr könnt pusten. Ne? Man kennt es ja schon mal so einen Geisterhauch, was man so den Gespenstern nachsagt, das kann der machen. Und so könnt ihr halt mit verschiedenen Winkeln immer gegen diesen Ballon pusten und dadurch fliegt der dann natürlich so ein bisschen voran. Problem ist natürlich, auch hier gibt es Hindernisse. Es darf natürlich keine Decke oder sowas berührt werden, sonst geht der Ballon kaputt, weil der natürlich sehr fragil ist. Dann gibt es auch noch so Hindernisse wie, oh, da steht eine Kerze. Die müssen wir zuerst vorher auspusten, dann kann der Ballon da durch. Es ist halt ein sehr geschicklichkeitsorientiertes Puzzlespiel, sage ich mal. Sie müssen euch natürlich die vernünftigste und die beste Route herausfinden und heraussuchen, was er da benutzt. Aber es ist sehr spannend, wird natürlich später sehr knifflig, weil die Wege da sehr eng sind. Und ihr müsst immer sehr gucken, okay, aus welchem Winkel puste ich wie stark gegen diesen Ballon, um den halt vernünftig voranzutreiben. Zusammengefasst ist es eine super Aufmachung. Das Spielprinzip an sich ist natürlich, wie gesagt, relativ simpel, aber das ist ja bei den meisten so. Aber diese gesamte Aufmachung ist einfach wunderbar, weil er diesen kleinen, sympathischen Geist spielt. Und halt, es ist einfach süß aufgemacht. Ne? Und dann kommen wir zum letzten Spiel und das ist ein Spiel von Konami und zwar Quarth, wenn es so ausgesprochen wird. Auch das ist ein Arcade-Spiel und auf den ersten Blick denkt ihr vielleicht, hey, das ist doch ein Shoot'em-up. Am unteren Ende, am unteren Bildschirmrand habt ihr so ein Raumschiff, mit dem ihr schießen könnt. Ihr schießt aber so Puzzle-Blöcke, so 1x1-Blöcke. Und am Bildschirm oberen Rand kommt auf euch zu so kleine unvollständige Vierecke. Und eure Aufgabe, ihr könnt es euch schon selber denken, ist dann klar, ihr müsst halt diese Vierecke oder diese kaputten Vierecke zu ganzen Vierecken gerade schießen, nenne ich es einfach mal. Im eingeblendeten Gameplay seht ihr das. Es ist ein bisschen blöd zu erklären, aber ihr guckt euch das an und wisst schon Bescheid. Ja, und damit habt ihr so eine Art Kombination aus Shooter und Puzzlespiel und das ist doch einfach fantastisch, oder nicht? Es spielt sich sehr actionreich und geht auch sehr, sehr flott von der Hand. Wird natürlich auch da später etwas komplizierter, aber kann ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, das waren meine Puzzlespiel-Tipps. Habt ihr vielleicht auch Tipps? Dann ab in die Kommentare damit. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.